Ja, hallo, willkommen, liebe Filmfans auf YouTube. Ich habe mir REC 4 Apocalypse angesehen. Der neueste Teil, die Fortsetzung zur bekannten Found-Footage-Reihe. Gerüchtenweise hat man ja gehört, dass dies der Abschluss der Saga sein sollte, aber darauf kann man sich ja eigentlich immer nicht verlassen. Wer weiß, möglicherweise gibt es oder sicherlich gibt es über kurz oder lang vielleicht doch noch eine Fortsetzung. Ja, apropos Found Footage, das ist nämlich der einschneidendste Unterschied, weil dieser vierte Teil eben kein Found Footage-Film ist. Er ist regulär im normalen Spielfilm-Stil gedreht und das ist natürlich, ja, ist irgendwo ein Stilbruch zu den Vorgängern. Mich hat es jetzt nicht gestört. Eigentlich war es auch sehr angenehm, weil es ja wirklich sehr viele Found-Footage-Filme in letzter Zeit gibt. Und ach, dieses Gewackel, das ist manchmal auch nervend. Von daher war ich recht angenehm überrascht und ja, hat mir also persönlich gefallen. Der vierte Teil schlägt im ganz Besonderen einen Bogen zu seinen Vorgängern und ganz besonders zum ersten Originalteil. Und so spielt auch die Reporterin Angela Vidal hier wieder die Hauptrolle. Und gleich am Anfang ist eine Sequenz, die eben in der gleichen Nacht noch wieder spielt. Also die das Ende von dem ersten Teil quasi nochmal nicht neu erzählt, aber nochmal erweitert. Also das Ende vom ersten Teil könnte man ja auch so deuten, dass die Reporterin halt verschollen ist oder getötet wurde, was auch immer. Und jetzt erfährt man, dass das eben nicht so ist. Und ja, sie wacht also nach dieser Anfangssequenz, wacht sie plötzlich auf, gefesselt an einen ja, medizinischen Stuhl, sage ich mal. Man kann sich auch nicht erinnern, was so passiert ist. Und es stellt sich halt heraus, dass sie auf einem großen Schiff ist, in dem ein mobiles Labor eingerichtet ist, in dem dieser bekannte Virus, der die Menschen mutieren lässt, untersucht wird. Naja, und es kommt natürlich, wie es kommen muss, über kurz oder lang. Ist dann auf diesem Schiff natürlich irgendwann auch die Hölle los und Leute wandeln sich in blutrünstige Monster und ja, dann zieht das Ganze auch ordentlich an. Ja, mir hat das ganz gut gefallen, dass hier die Ereignisse der Vorgänger nochmal direkt aufgegriffen werden, also besonders Teil 1. Und es wird sogar der dritte Teil der Reihe, der ja doch, ja, etwas außen vor steht und manch einen etwas verstört hat, weil er offenbar nichts mit der Handlung der ersten beiden Teile zu tun hatte, sondern ja auf einer Hochzeit spielte, die dann ja sehr blutig ausging. Hier wird darauf auch noch Bezug genommen. Und sogar einer der Charaktere, wie man dann erfährt, stammt von dieser Hochzeit, wurde von dieser Hochzeit weggeholt oder ist die letzte Überlebende dieser Hochzeit. Also da wird dann auch werden die Fans auch noch mal mit dem etwas obskuren dritten Teil versöhnt. Ja, ansonsten, wie gesagt, es gibt am Anfang eine sehr interessante Szene, dann ist, ja, sag ich mal, 20 Minuten etwas Leerlauf, aber das ist auch nötig, um die Situation zu klären und auch die Charaktere einzuführen und dann bekommt man halt handfeste Monster-Zombie-Action, die recht blutig ausgefallen ist, eben auf einem Schiff und auf dem Meer, wo man ja auch nicht einfach entkommen kann. Was in etwa auch ja ein gutes Spiegelbild ist zur Situation im ersten Teil, wo man eben auch nicht aus dem Gebäude raus konnte, also in einem abgeschlossenen Terrain spielt sich die Handlung dann also wieder ab. Ja, er ist sehr solide gemacht und deshalb würde ich REC 4 Apocalypse solide, gute 6,5 von 10 Punkten geben. Soweit mein kleines Review zu diesem Film und ja, das war's dann auch schon wieder. Haut rein und bis zum nächsten Mal.